Recht herzlich willkommen zur 15. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, letztes Mal haben wir eine kleine Rakete gebaut zum Düsentest. Und ja, den könnten wir jetzt dann mal vollführen, oder? Das ist unser Düsentest, da ist das Teil, Kerbin ist dran, Jebediah ist dran. Und können wir launchen, ne? So, letztes Mal hatten wir so einen kleineren Antrieb da dran, der hat es nicht geschafft, das Ding hochzubringen. Jetzt ist die Frage, ob es dieser schafft. Naja, wollen wir testen, oder? SAS an. Nehmen wir auf, damit wir sehen, wo wir richtig sind. Und dann gucken wir mal, ob das nicht zu schwer ist, sondern wollen hoffen, dass es klappt. 3, 2, 1, go! Shit. Ich glaube, wir haben was falsch gemacht. Ja, die Reihenfolge haben wir nicht geändert. Super, also hat gut geklappt. Ja. Nochmal hier rein. Obwohl, hätten wir auf der Startrampe auch machen können, ne? So, hier unten ist das Problem. So, erst der, dann die und dann klappt's auch. Oder? Aber vorhin war das nicht vorhin sah ich schon, bei der letzten Folge war nicht das Problem, dass die beiden Äußeren da an waren, ne? Naja, wir werden sehen. Nochmal. Und SRS an. Und 3. 2, 1, go! Okay, wir fliegen. Wir brauchen 2000 Meter und die Geschwindigkeit. Geschwindigkeit sieht noch gut aus. Geschwindigkeit ist erreicht. Jetzt müssen wir gleich noch die Höhe haben. Ist erreicht. Und der Test ist gelaufen. Ich weiß nicht, die funktionieren wohl nicht hiermit. Der Fallschirm ist schon raus, oder wie sehe ich das? Ich sehe den Fallschirm aber irgendwie nicht. Doch, da oben ist er. Können wir das Gefährt auch richtig rumdrehen? Wäre mir nämlich lieber so, wir landen so. In der Hoffnung, dass es auch funktioniert. So, und wie soll das... ja, irgendwie muss man das anders steuern. Ich weiß nicht wie. Vielleicht sind diese Kraftstoffsorten auch nicht passend. Das könnte auch noch sein. Ich weiß es nicht. Fuel ist drinne. Ich habe aber keinen blassen Schimmer, wie der Antrieb funktioniert. Schub ist hier unten, ist klar. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Machen wir irgendwas kaputt? Ne, sieht nicht so aus, oder? Der Turm ist da, die Fahne. Ja, keine Ahnung. Vielleicht braucht er anderen Kraftstoff, ne? Könnte sein. Wer es weiß, schreibt es bitte in die Kommentare, damit ich das nächste Mal auch weiß. Explodiert das, weil es so schnell runterkommt? Ja, es explodiert, weil es so schnell runterkommt. Aber zum Glück ist die Kapsel unbeschädigt. Gut. Test erfolgreich, oder? Teuer, aber erfolgreich. 10 Science-Punkte haben wir. Ja, wo gab's denn die jetzt weg? Steht hier irgendwie nicht, ne? 12. Ein bisschen Geld hat's gegeben. Er hat keine Erfahrung gekriegt. Aber hier steht immer wieder was mehr, ne? Gut. Aha, da sind noch Teile. Die können wir noch aufheben. Ach ja, die lagen daneben, alles klar, deswegen wahrscheinlich. Ja, gut.
Okay. 10 Punkte, ne? 20 brauchen wir. Oder 45, wie war das? Ja. Gab es hier neue Erkenntnisse? Ich glaube nicht, ne? Haben wir auch nicht gemacht. Sollten wir mal nächstes Mal dran denken, vielleicht. So, was haben wir hier? Genau. Radial Mount Parachutes. Okay, das zu testen wäre ja auch nicht so schwer. 7000 Meter bis 10.000. 600 bis 1200. Sieht so aus, als ob wir das machen könnten. Den nehmen wir mal an. Hier müssen wir einen RT-5 Solid Fuel Booster testen. Okay, hier ein Stack-Decoupler, der wäre auch noch zu testen gut, oder? 12 bis 18.000 Meter. 200 bis 500, eine Geschwindigkeit passt glaube ich nicht zu der anderen. Da ist der Radial-Decoupler gefragt. Aber suborbital. 12 bis 18.000 Meter. 8 bis 80 bis 4. Oh, das ist aber sehr hoch. Das ist im Orbit. Okay, den nachher erstmal nicht. Die drei ersten auch nicht. Vielleicht nehmen wir den dann noch. Ich glaube, den nehmen wir noch dabei. Gut. Dann können wir hier rausgehen und können mal da hingehen. Und müssen mal gucken, dass wir das hinkriegen. Gut. Jetzt checken wir erstmal, was wir testen müssen. Aber gar nichts. Habe ich doch bald angenommen, oder? Radial Mount Parachute. Sag jetzt nicht. Die sind... Ah, ne, da ist er. So, den zu testen wäre ja nicht ganz schwer. Den klebe ich da dran und passt. 7000 bis 10.000 Meter müsste man mit der Kiste auch schaffen. Ohne diese natürlich. Weil die können wir, glaube ich, abbauen. So, und das andere war Stack Test TR-18A Stack Decoupler. TR-18A Stack Decoupler. Der müsste ja einfach nur dazwischen, ne? So. Der war was? 12.000 Meter. Ist die Frage, ob wir das mit dem schaffen. Das ist der. Schafft der so hoch? 12.000 bis 18.000 Meter? Weiß ich jetzt nicht so wirklich, ne? Und der andere war... 7 bis 10.000 Meter auf dem Weg rückwärts. Speed 600 Meter Sekunde bis 1200 Meter Sekunde. Ach, die beiden noch da dran, ne? Ja, oder? Nee, den darf ich da gar nicht dran machen. Der muss woanders dran. Sieht ein bisschen komisch aus, aber ist halt so, ne?
glaube, wenn ich nur einen dran mache, das ist nicht gut. Oder? Ach, probieren geht über studieren. So. Vielleicht geht's ja. Komm, das machen wir schick. Was kostet so ein Teil? Puh, 240 aber. Ja. Den zweiten auch noch drauf. So, was starten wir? Alles auf einmal. Dann trennen wir den in der passenden Höhe. Und dann, wo ist denn hier bitte schön der zweite Fallschirm? Ist hier einer drunter? Nein. Ist da einer drunter? Nein. Wo ist denn der zweite Fallschirm her? Ach, ja, ich weiß, wo er ist. Da ist er. Ja, okay, mit dem kommen wir auch runter dann, oder? Sollte gehen. Gut, okay. Kann man den auch oben drauf bauen? Sieht irgendwie nicht so gut aus. Machen wir lieber so. Das ist gerade die Symmetrie nicht passend. Vielleicht ist es so besser. Passt schon. Gut, okay. Dann wollen wir hoffen, dass der Versuch dann funktioniert. Trenntest. Haben wir. Speichern wir. Und? Haben wir was vergessen? Was verpasst? Was falsch gemacht? Nein, ich glaube nicht. Die drei passen. Sollte funktionieren eigentlich. So, sieht gut aus, oder? Okay. Aber ich würde mal sagen, den Testflug, den machen wir dann auch in der nächsten Folge erst. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.